Einen schönen Abend. Als epochales Unglück bezeichnet ein Bürgermeister die schweren Unwetter in Italien. Und die Gefahr ist noch nicht gebannt. Wir diskutieren gleich im Studio über die Zukunft des Pendlerpauschale. Und das im Museumsquartier gibt es ein Wochenende lang einen Skaterpark. Herzlich willkommen zur ZIP 3. Im Norden Italiens sind in den letzten Tagen Unmengen an Wasser vom Himmel gekommen und es regnet weiter. 14 Menschen sind bei den Unwettern ums Leben gekommen. Zahlreiche werden immer noch vermisst. Die italienische Regierung hat den von den Überschwemmungen betroffenen Gebieten Soforthilfe in Millionenhöhe angekündigt. Dass der viele Regen so fatale Folgen hat, liegt unter anderem an der monatelangen Trockenheit davor. Normalerweise ist die antike römische Stadt Forlì ein beliebtes Urlaubsziel. Davon ist nun kaum etwas zu erkennen. Der Schock über die Zerstörung sitzt tief. 5 Minuten vorher war nichts. 5 Minuten später hatten wir einen Fluss im Haus. Wir müssen alles ersetzen. Nur die Wände kann man noch weiß malen, aber alles andere ist kaputt. Der Regen ist weniger geworden, doch das Wasser versiegt nur langsam. Die Kanalisation scheint die Regenmassen nicht mehr aufnehmen zu können. Ebenso schwer tut sich der Erdboden, nachdem es monatelang trocken war. Zahlreiche kommen, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Entspannung gibt es kaum eine, denn es hat schon wieder zu regnen begonnen. Die Ukraine bittet den Westen schon lange um die Lieferung von Kampfjets. US-Präsident Joe Biden sagt heute am Rande des G7-Gipfels zu, in einem ersten Schritt ukrainische Piloten für diesen Flugzeugtyp auszubilden. Mit dieser Zusage bewegt sich Biden auch einen Schritt in Richtung tatsächlicher Kampfjet-Lieferungen. Das mehrmonatige Training der Piloten soll in Europa stattfinden. Der ukrainische Präsident Zelensky wird morgen am G7-Gipfel in Hiroshima erwartet. An den österreichischen Tankstellen haben wohl so manche Autofahrer zuletzt leicht aufgeatmet. Nach Monaten des Höhenflugs sind die Spritpreise gesunken. Das bringt die Frage auf den Plan, wie es mit dem Pendlerpauschale weitergeht. Um Pendlerinnen und Pendler zu entlasten, ist die Förderung aktuell nämlich um 50% höher als sonst. Ende Juni läuft diese Regelung aus. Die Teuerung hat im letzten Jahr alle Lebensbereiche erfasst. Wer für den Arbeitsweg auf das Auto angewiesen ist, hat das vor allem an der Tankstelle schmerzlich feststellen müssen. Ja, letzte Woche habe ich tankt bei 1,46, glaube ich. Und jetzt sind wir mittlerweile bei 1,78, also fast 1,80. Also das ist schon Wahnsinn, gell? Also ja, da ist die Schmerzgrenze beinahe erreicht, gell? Die Bundesregierung hat daher im April 2022 eine Erhöhung der Förderungen für PendlerInnen beschlossen. Die soll Ende Juni auslaufen. Ob sie verlängert wird, wird geprüft. Aus dem Finanzministerium heißt es heute, man will in den nächsten Wochen entscheiden, ob es die Zahlungen weiterhin geben wird. Das Pendlerpauschale ist umstritten. Umweltexperten kritisieren, dass dadurch klimaschädigendes Verhalten subventioniert werde. Außerdem sei die Auszahlung sozial ungerecht. Menschen mit hohen Einkommen würden deutlich mehr davon profitieren. Mittlerweile sind auch die Preise für Benzin und Diesel wieder gesunken. Für den Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes Gabriel Felbermayr sei ein Ende der Sonderregelung daher sinnvoll. Wie soll die Förderung von Pendlerinnen und Pendlern also in Zukunft aussehen? Darüber wollen wir jetzt im Studio diskutieren. Ich begrüße Christian Fraß vom ARBE. Schönen Abend. Guten Abend. Und Dominik Berndorfer von der Arbeiterkammer. Einen schönen Abend. Schönen Abend. Herr Fraß, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen. Der ARBE setzt sich ganz deutlich dafür ein, dass das Pendlerpauschale weiterhin erhöht bleibt. Warum denn, wenn der Grund für diese Erhöhung, nämlich die enorm gestiegenen Treibstoffpreise, jetzt gar nicht mehr gegeben ist? Die Treibstoffpreise sind sehr wohl im Vergleich zum vergangenen Jahr zurückgegangen. Sie befinden sich fast auf einem Niveau wie vor der Energiekrise mit dem Ukraine-Krieg. Aber dennoch, die Autokosten setzen sich aus sehr, sehr vielen Faktoren zusammen. Und zum Beispiel hat es eine Steigerung bei den automotiven Kosten im Vergleich 2021 zu 2022 bereits um 17% gegeben und vom vergangenen Jahr zu heuer noch einmal um 10%. Also das heißt, Autofahren, der Erhalt eines Autos, die Versicherung und das Ganze drumherum bis zum Service, bis hin zu den Autoreifen ist viel, viel teurer geworden. Und deswegen muss diese Pendlerpauschale erhöht bleiben, zunächst einmal erhöht bleiben, damit all jene Menschen, die zum Arbeitsplatz mit dem Pkw fahren müssen, beziehungsweise mit den Öffis fahren müssen, das auch abgegolten bekommen.
Unabhängig von dieser Erhöhung wird an der derzeitigen Ausgestaltung ja oft kritisiert, dass Menschen, die mehr verdienen, auch ein höheres Pendlerpauschale bekommen als jene, die weniger verdienen. ÖGB und Arbeiterkammer fordern deshalb eine komplette Reform des Systems. Wie würde denn eine finanzielle Unterstützung von Pendlerinnen und Pendlern aus Ihrer Sicht idealerweise aussehen? Ja, wir haben beim Pendlerpauschale natürlich einige Baustellen. Deswegen ist für uns auch die Diskussion, ob man jetzt die Erhöhung weiterführt oder nicht, zu wenig. Wir brauchen eine Gesamtreform, damit das System einfacher, ökologischer, gerechter wird. Und wir sehen da auf der sozialen Tangente die Notwendigkeit, dass man auf einen Absetzbetrag umstellt. Also die jetzigen Staffeln, die die Steuerbemessungsgrundlage reduzieren, auf einen Absetzbetrag, der die Steuer reduziert. Das heißt sozusagen innerhalb vergleichbarer Wegstrecken haben dann unabhängig vom Einkommen auch die Pendlerinnen und Pendler die gleiche steuerliche Entlastung, weil jetzt ist es so, dass Besserverdiener viel, viel besser aussteigen, was ungerecht ist. Und dann auf der zweiten Seite haben wir natürlich auch ein Thema bei den ökologischen Anreizen, wo es jetzt so ist, dass egal, ob man das Öffi, das zumutbare öffentliche Verkehrsmittel auch benutzt, man immer den gleichen Steuervorteil erhält. Und da haben wir einen Ökobonus von 200 Euro für alle vorgeschlagen, die auch tatsächlich mit dem Öffi fahren. Und da vielleicht noch zu konkretisieren, wie könnte dieser Ökobonus denn in der Praxis funktionieren? Wie will man das kontrollieren? Wie sieht das aus? Naja, den Ökobonus, den wir vorgeschlagen haben, könnte man relativ einfach umsetzen, weil entweder über die Lohnverrechnung oder über die Steuerveranlagung mit dem Nachweis eines Klimatickets. Also wer eine Jahreskarte oder ein Klimaticket vorweisen kann, der erhält den Ökobonus. Das wäre relativ unbürokratische und einfache Lösung. Jetzt hat ja der ABÖ bereits gesagt, dass man sich eine Reform in diese Richtung auch prinzipiell vorstellen kann. Aber ist es im Jahr 2023 im Hinblick auf den Klimawandel und die Ökologisierung überhaupt noch zeitgemäß, das Autofahren zu fördern? Sollte das Geld nicht besser in den massiven Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel gesteckt werden oder in andere Mobilitätsformen? Es ist ja bereits jetzt so, dass alle Arbeitnehmerinnen, wenn die Möglichkeit besteht, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zum Arbeitsplatz zu fahren, das auch machen. Sobald es ein geeignetes öffentliches Verkehrsmittel gibt, nützen sie das auch. Es macht keinem eine Freude, in der Früh im Stau zu stehen oder wenn man nach Hause möchte, nach dem Job erneut im Stau zu stehen. Und es bekommen ja auch die aktuelle Pendlerpauschale Pendlerinnen, Pendler, egal ob sie mit dem Auto fahren, Auto, öffentliches Verkehrsmittel kombinieren oder ausschließlich mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Es muss natürlich auch zusätzlich der öffentliche Verkehr verbessert werden, optimiert werden. Es ist hier sehr vieles im Gang, aber das gehört natürlich in den kommenden Jahren auch aus ökologischen Grundsätzen natürlich verstärkt und intensiviert. Gibt es da, abgesehen von diesen 200 Euro, die eben die Arbeiterkammer ins Treffen geführt hat, diesen Bonus, gibt es da andere Möglichkeiten der Ökologisierung, die Sie als sinnvoll erachten würden? Das Ziel muss natürlich sein, dass es insgesamt weniger Autoverkehr gibt. Ich kann ein sehr gutes Beispiel bringen für öffentlichen Verkehr, für den Ausbau. Ein neues Projekt im Burgenland. Hier wird ein neues Mikro-ÖV-Konzept im Herbst starten. Das sind die Anrufsammeltaxis. Eine Kooperation aus Taxiunternehmen, Busunternehmen, den Verkehrsbetrieben im Burgenland. Und die bieten jetzt auch im ländlichen Raum, also in den vier südlichen Bezirken des Landes, an mehr als 1700 Sammelpunkten die Abholung mit einem geeigneten öffentlichen Verkehrsmittel hin zu den Hauptachsen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Busverbindungen meinetwegen vom Landessüden bis nach Eisenstadt oder weiter bis nach Wien. Die Tickets, zum Beispiel das Klimaticket, gilt auch für dieses Angebot. Das wird im Herbst starten. Es wird natürlich laufend evaluiert werden und angepasst werden. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Modell, um die Pendler oder auch die gesamte Bevölkerung dazu zu motivieren, dass sie verstärkt die öffentlichen Verkehrsmittel in Zukunft nutzen und das Auto hoffentlich dann zu Hause in der Garage stehen lassen. Ich möchte die Frage prinzipiell auch an Sie stellen. Ist eine Pendlerpauschale im Jahr 2023 noch zeitgemäß? Ja, ich glaube auch, dass verfassungsrechtlich notwendig ist, dass man die Arbeitswegkosten auch absetzen kann, als Werbungskosten. Und wir haben ja tatsächlich auch die Situation, dass 3/4 der Pendlerinnen und Pendler kein zumutbares öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung haben. Und das liegt nicht an den Zumutbarkeitsbestimmungen, weil da ist eine Strecke bis zu 2 Stunden zumutbar, also enorme Distanzen und Zeitdauern. Das ist nicht das Problem. Wir haben einfach über viele Jahre den öffentlichen Verkehr nicht ordentlich ausgebaut, teilweise sogar rückgebaut. Und das fällt uns natürlich jetzt auf den Kopf. Und jetzt über Kürzungen bei Pendlerpauschale nachzudenken, das kann ökologisch gar nichts bringen. Wenn die Leute die Alternativen, die ökologischen Alternativen nicht zur Verfügung haben, dann bringt auch eine Kürzung nichts. Das heißt, wir müssen
die Alternativen schaffen. Und dann kann auch so ein Ökobonus, wie wir ihn vorschlagen, natürlich noch effektiver wirken, weil die Alternativen stärker gegeben sind. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und wir wechseln jetzt das Thema. Als der renommierte Schriftsteller Salman Rushdie vergangenes Jahr bei einem Bühnenauftritt attackiert worden ist, war das Entsetzen groß. Seit dem Vorfall ist Rushdie auf einem Auge blind. Gestern Abend hat er sich zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Völlig unerwartet stellt sich Salman Rushdie bei der Pan-Amerika-Gala den Fragen internationaler Journalisten. Ich wollte mich zurückmelden und alle begrüßen. Es tut gut, wieder hier zu sein. Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini hatte bereits 1989 dazu aufgerufen, ihn zu töten. Eine Messerattacke im Vorjahr überlebte Rushdie nur knapp. Heute zeigt er sich solidarisch mit den Frauen im Iran. Natürlich stehe ich auf der Seite der Frauen im Iran. Ich wünsche ihnen alles Glück dieser Welt. Vor kurzem warnte der Autor bei der Verleihung der British Book Awards vor der Einschränkung der Meinungsfreiheit in westlichen Ländern. Ich beobachte mit Argwohn den Druck auf Bibliotheken und Schulen in den USA, wo weltanschauliche Gruppierungen Bücher mit bestimmten Inhalten verbieten wollen. In den vergangenen Tagen hat der große Erzähler einmal mehr bewiesen, dass er sich nicht den Mund verbieten lässt. Das Museumsquartier in Wien bietet aktuell nicht nur Platz für bildende Kunst- und Theateraufführungen, sondern auch für einen Skatepark. Im Rahmen der Wiener Festwochen bringt die belgische Choreografin Mette Ingwertsen Amateur- und Profiskater mit Tänzern und Musikerinnen zusammen. Sie fliegen durch die Luft, bewegen sich aufeinander zu und voneinander fort. Beim Balancieren und Springen, bei Zusammenstößen im gemeinsamen Raum entstehen neue Interaktionen. Mette Ingwertsen verbindet in Skatepark verschiedene Disziplinen und erweitert das gängige Tanzvokabular um Kickturns, 180s und Boardslides. Die Idee kam der belgischen Choreografin vor 4 Jahren, als sie mit ihren Kindern viel Zeit im Skatepark in Brüssel verbrachte. Die Menschen singen, essen und tanzen, machen alle möglichen Sachen, nicht nur Skateboard fahren. Ich habe den Skatepark als soziales Phänomen beobachtet. Auch davon erzählen wir. Skatepark ist weit mehr als nur ein Spektakel virtuoser Kunststücke. Erzählt es doch auch von Gemeinschaft, Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit. Und wir haben jetzt noch die Wetteraussichten für Sie. Im Großteil Österreichs verläuft der Samstag recht sonnig mit einzelnen Gewittern am Nachmittag. Im Süden sind schon von der Früh weg ein paar Schauer möglich. Es wird föhnig und warm mit bis zu 25 Grad. Ähnliches Wetter am Sonntag und am Montag, da kommen zur Sonne an den Nachmittagen vereinzelt Schauer oder Gewitter. Und es wird frühsommerlich warm, 28 Grad sind vor allem im Westen zu erwarten. Ich darf Ihnen also ein schönes Wochenende wünschen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Hier geht's jetzt weiter mit den Kollegen vom Sport und der zweiten Fußballliga. Haben Sie noch eine angenehme Nacht. Auf Wiedersehen.